Herzlich willkommen auf Spacebase DF9 im Studio Thorsten Lukassen und Peter Bartke. Ja, auf dieses Spiel hat die Welt gewartet, behaupte ich jetzt mal frech. Ich sehe nur das Weltall, die Milchstraße, unendliche Weiten. Was macht man denn da so im Weltall mit auf Space Station DF9? Ja, erstmal müssen wir die Space Station bauen. Und zwar haben wir dafür diesen Seed, den sieht man hier in der Mitte. Damit sind unsere drei Dudes angekommen. Und die verlässt jetzt schon der Sauerstoff. Das heißt, wir müssen jetzt ganz schnell dafür sorgen, dass wir eine Grundstruktur aufbauen mit Lebenserhaltungssystemen, damit die Jungs aus ihren Raumanzügen kommen und atmen können. Okay, das Ganze sieht jetzt sehr strategiemäßig aus. Erinnert mich total an Dungeon Keeper oder halt Statopia. Das war ja die Science-Fiction-Variante davon. Ja, genau. Kann man das damit vergleichen? Durchaus. Für mich hat sich das dargestellt als ein Genre-Mix aus Theme Hospital, aus Dungeon Keeper und das Ganze irgendwie so mit Statopia-Feeling. Okay, und da gibt es ja auch noch so ein Spiel, ich will nicht sagen Geheimtipp, aber viele kennen das ja vielleicht, Dwarf Fortress. Soll es ja auch ein bisschen was zu tun. Ja, das habe ich jetzt selber noch nicht gespielt, weil, und da sind wir auch schon beim ersten Kritikpunkt, weil die Zugänglichkeit ist halt etwas mies. Mhm. Und so verhält sich das hier auch. Ich habe mir also erstmal das Tutorial-Video von den Entwicklern angucken müssen, um zu wissen, in welcher Reihenfolge was gebaut werden muss, weil sonst ist man direkt verloren. Das geht nämlich so los, man baut Räume, weist diesen Jungs den Job Builder, also Maurer oder was auch immer jetzt zu. Maurer im Weltall, Bauarbeiter. Bauarbeiter, Bauer wäre es nicht gewesen. Die bauen die Räume, diese Räume verzont man, also den weist man eine gewisse Zone zu und dann setzt man halt verschiedene Module noch rein. Was wir hier jetzt ganz links außen haben, ist die Raffinerie. In der Mitte sind die Lebenserhaltungssysteme mit Sauerstofftauschern und rechts, wo das kleine Männchen da gerade reinläuft, ist die Luftschleuse, die also die Verbindung nach außen darstellt. Und die braucht auch so einen Spacesuit-Locker, damit die Leute da ihre Klamotten aufhängen können und sich umziehen können. Okay. Da haben wir schon den ersten Unbeschäftigten. Da kann man jetzt draufklicken. Die haben alle, die quasseln alle irgendein Zeug. Da kann man sich also den Status von dem angucken. Dann kann man sich hier die Stats angucken. Wie ist der drauf? Also hier steht zum Beispiel Mostly Chatty. Das ist wohl dann ein angenehmer Plauderer, so ein Zeitgenosse. Mhm. Und der dritte Reiter ist Duty. Das ist dasselbe wie hier. Man sieht also, man hat verschiedene Berufe, denen man den zuweisen kann. Technician, der wartet die ganzen Klamotten, weil die sind natürlich in Betrieb und nutzen sich ab und gehen irgendwann kaputt. Und wenn da mal so ein Feuer auf der Space Station ausbricht, ist es eine ganz üble Sache. Und weil ich denke, frisst den Sauerstoff weg, ja. Und solche Dinge. Und wahrscheinlich hat jeder auch eine besondere Begabung für den einen oder anderen Job, oder? Ja, genau. Dafür standen die Sternchen. Der eine ist halt ein besserer Miner, weil wir bauen Asteroiden ab. Dafür brauchen wir auch die Raffinerie. Da findet dann eine Materieumwandlung statt. Oben rechts sieht man das. Matter nennt sich das. Das ist quasi die Währung oder die Ressourcen in diesem Spiel. Und wenn die ihren Job machen, werden die auch besser mit der Zeit. Also ein Builder, der nur 2 Sterne hat und jede Menge baut, der wird irgendwann 4 oder 5 Sterne haben. Macht Sinn. Ja. Jetzt ist das ja noch ein Early Access Spiel. Ja. Also ist noch lange nicht fertig. Was kann man denn eigentlich jetzt schon machen? Oder fehlt da noch Features? Ja, also ich habe mich damit etwa 6 Stunden beschäftigt gestern und habe das Spiel in seiner momentanen Form ausgereizt. Es gibt erst eine Handvoll Zonen, wie man hier sehen kann. Residence, das baue ich hier gerade. Da stelle ich dann Betten rein und so ein Zeug, damit die Leute nicht auf dem Boden pennen müssen. Wir können dann Pub-Area machen, also so ein Recreation, so eine Relax-Klamotte irgendwie. Eine wo Bar. Eine Bar, wo die sich dann auch mal einen trinken können. Mhm. Wir brauchen hier Spinde, damit die Leute ihre Klamotten verpacken können. Wir können Space Rugs, also Teppiche, können wir auch noch verlegen. Gut, dass sie Space Rugs heißen. Das, die sind schon ganz anders als die normalen Teppiche. Ja, irgendwie schon. Und das geht dann hin wirklich bis zu Zimmerpflanzen und also ein Gedöns, damit die sich wohlfühlen, ist immer jetzt hier. Und ganz besonders wichtig, das hatte ich vergessen, Feuerlöscher. Davon gehört einer in jeden Raum, weil, wie ich schon erwähnte, wenn da ein Feuer ausbricht und das passiert gelegentlich, dann ist schnell Sense. Okay. Also gibt es auch jetzt ein Spielziel oder baut man nur so vor sich rum und...
freut sich der Dinge. Man baut da so vor sich rum. Zwischendurch, das werden wir gleich sehen, kommt da mal ein Raumschiff vorbei. Da können Good Dudes oder Bad Dudes drin sein, die Guten. Ah, hier haben wir es, ne? Nimmt Funkkontakt mit uns auf und fragt uns, hey, dürfen wir hier zwischenlanden und so weiter? Und wir antworten halt, ja klar, aber futtern gibt es nicht umsonst, ihr müsst schon arbeiten. Und dann kommen die halt an und dann können wir mittels Roster, also mittels unseres Dienstplanes, können wir denen dann wie den anderen auch Aufgaben zuweisen. Und der Punkt dabei ist, die brauchen natürlich auch Lebenserhaltungssysteme. Deshalb sieht man da oben rechts die Capacity. Und irgendwo müssen die auch pennen. Klar. Was würdest du jetzt sagen? Kann man das Spiel jemandem empfehlen, auch in dem Zustand? Und wie viel kostet es überhaupt? Also im Moment kostet es 22,99 € als Early Access. Wer 5 Euro drauflegt, kriegt den Soundtrack. Wer Theme Hospital mag und kennt, Dungeon Keeper, Startopia, für den ist dieses Spiel eindeutig was. Also ich habe mich köstlich amüsiert und ich freue mich schon auf die weitere Entwicklung und hoffe, das wird so großartig, wie sich das jetzt anspielt.